Die Mannschaft war ja von einigen Krankheitsfällen betroffen. Sie selber war noch in der Woche nicht beim Training. Ja, wie lange kann man das noch durchhalten? Ja, es war halt nicht leicht die letzten Tage. Ich hatte ja unter anderem gepannt und Fett gehabt. Andere hatten auch Probleme, waren angeschlagen. Krankheitsbedingte Ausfälle hatten wir ja dann. Zum Beispiel Erle hat nicht gespielt, aber ich glaube, heute war es erstmal okay. Ich glaube, wir müssen jetzt gucken, dass wir zu Lichtenberg dann fit werden, dass wir da dann gut regenerieren und uns auch ein bisschen schützen, dass wir nicht mit kurzen Hosen rausgehen. Und ich glaube, dass wir dann spätestens bei Lichtenberg dann alle fit sind. Der Kader wird irgendwie immer kleiner, Krankheitsfälle, Verletztenfälle. Wie lange kann das Energie noch aushalten? Wie viel Kraft ist noch da? Ich glaube, wir haben das ganze Saison schon über, dass wir, wie gesagt, viele Verletzte haben. Jetzt haben wir viele erkältete Spieler gehabt, die Woche nicht da waren. Zum Glück hatte jetzt keiner irgendwie einen positiven PCR-Test, deswegen konnten wir auch spielen. Ich glaube, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben, einen sehr guten Kader und als Team zusammenhalten, sodass wir das, selbst wenn jetzt einer mehr noch erkältet gewesen wäre, hätten wir es, glaube ich, auch gut gestemmt, weil wir einfach als Team so eine gute Stimmung und so einen Zusammenhalt haben, dass wir das auch, wenn wir nochmal einen Paukenschlag oder einen Rückschlag hätten, hätten wir das, glaube ich, auch kompensieren können. Aber wir dürfen uns jetzt, wie gesagt, nicht unterkriegen lassen. Wir müssen Mittwoch angreifen, die nächsten Punkte holen, Tore schießen und man sieht ja, dass wir es können, fußballerisch, und ja, wir müssen einfach vorne anknüpfen. Wir haben so viele verletzte, kranke Spieler, und wie die Mannschaft dann auftritt, ist, wie gesagt, eigentlich Chapeau. Und jetzt müssen wir halt, wie gesagt, das Spiel wieder abhaken und müssen wir Mittwoch mit der gleichen Intensität und mit der gleichen Auffassung vom Fußball dann Lichtenberg probieren zu schlagen. Sie haben schon gesagt, so viele Verletzte, so viele Kranke. Ja, der Kader wird immer kleiner. Wie lange geht das noch gut? Ja, was heißt, wir haben ja schon mal gesagt, uns hilft ja nicht immer zu meckern oder uns hilft nicht, wie gesagt, ich glaube, Pele und auch ich, wie gesagt, wir haben jetzt nie irgendwas gefordert oder haben probiert, nie zu meckern. Wie gesagt, wir nehmen die Situation so an, die Spieler nehmen sie so an, wir probieren halt dann noch enger zusammenzurücken und probieren jetzt bis zum Winter genug Spiele zu gewinnen und dann hoffen wir, dass so viel wie möglich dann wiederkommen.